Hallo zusammen, ich bin der Silvan, lerne Informatiker im vierten Lehrjahr. Das ist Aaron, mein Unterstift im zweiten Lehrjahr. Wir zeigen euch heute, wie es läuft bei EWZ. Als Informatiker muss man sehr teamfähig sein, da man oft im Team schafft, sich gegenseitig austauscht. Und dazu gibt es natürlich noch schulische Fächer, die man muss gut sein, wie Englisch, Mathe, die natürlich immer wieder im Alltag als Informatiker auftauchen. Besonders am EWZ ist, dass es eine grosse Lernendengemeinschaft gibt, die zum Beispiel so verschiedene Projekte hat wie EWZ Future. EWZ Future ist da, um verschiedene Anlässe, wie zum Beispiel Geschäftsleitung trifft Lernende, zu organisieren, wo die ganze Geschäftsleitung von EWZ mit den Lernenden von EWZ zusammentrifft. Da sehen wir jetzt, wie wir zwei zum Beispiel gerade einen RAM ausbauen, einen Lüfter ersetzen und der Server wird nachher wieder benutzt und in den Server-Rack geschoben. Hier sehen wir, wie ich einen Linux-Server konfiguriere. Linux ist auch ein Betriebssystem wie Windows, wo ganz verschiedene Dienste zur Verfügung stellen kann, wie wo PCs in den Firmennetzwerken brauchen. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen im Beruf Informatiker bei EWZ. Falls es euch gefallen hat, bewerbt euch doch jetzt. Ciao zusammen!